willkommen zu einer weiteren Folge Kleine Küche, große Träume. Meine kleine Tochter ist gerade krank, deswegen darf ich oder muss ich, je nachdem, zu Hause bleiben. Und deswegen komme ich ein bisschen mehr zum Kochen. Daher also mal wieder ein paar Videos. Und heute ein Gericht, das Marla sehr, sehr gut schmeckt, ganz offensichtlich. Das mit relativ einfachen Zutaten echt lecker ist. Ich bin sehr überrascht. Ich habe das eigentlich gemacht, weil ich weiß, dass Marla das schmecken wird. Aber dass mir das so gut schmeckt, hätte ich nicht gedacht. Und zwar habe ich noch gar nicht erwähnt, was es gab. Ne? Es gibt Blumenkohl-Kartoffelbratlinge und dazu gibt es eine irre leckere Parmesansoße. So, wie das Ganze funktioniert und was ihr dafür braucht, seht ihr jetzt. Und dann sehen wir uns hoffentlich wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Und das hier sind die Zutaten, die wir brauchen. Wir brauchen hauptsächlich erstmal Kartoffeln. Das ist wieder eine mehlig kochende. Die habe ich ja letztens irgendwie gekauft. Von daher habe ich die jetzt auch extra mal nach Rezepten mit mehlig kochenden Kartoffeln gesucht. Also, die letzten Videos, die sind dann ja als Kombination zu sehen sozusagen, um die Kartoffeln dann auch wirklich wegzubekommen. Wir brauchen Blumenkohl. Das sind jeweils 250 Gramm übrigens. Dann brauchen wir 2 Eiweiß und 1 Eigelb. Das andere Eigelb müssen wir dann also entsprechend anders verarbeiten. Wir brauchen etwas Schinken oder Speck. Brauchen wir nicht unbedingt. Das ist eher so eine Art, wie soll ich sagen, geschmackliche Deko am Ende. Wer das vegetarisch machen möchte, kann das durchaus. Dann lasst ihr den halt einfach weg. Schmeckt trotzdem sehr gut. Wir brauchen Parmesan. Und dann kommt dazu sozusagen noch eine Käsesoße, eine Parmesansoße. Dafür brauchen wir Creme Double und zwar eine ganze Menge davon. Also Creme Double, Double sozusagen. Wir brauchen Butter und eben noch mehr Parmesan für die Soße. Salz und Pfeffer ergibt sich ja von selber eigentlich. Und dann haben wir hier noch Paprikapulver. Das hier habe ich vor kurzem im Laden entdeckt und gedacht, Mensch, das ist doch was, das probierst du mal aus. Paprika de la Vera, das ist eine Paprika, die geräuchert wurde. Die hat einen sehr, sehr, sehr starken Geschmack. Meine Frau wird das lieben, glaube ich. Ich mag das eventuell nicht so sehr. Von daher habe ich mir das edelsüße Paprikapulver da gleich noch nebengestellt. So, das war jetzt schon mal eine sehr lange Zutatenliste. Mal gucken, ob die Zubereitung genauso lange dauert. Der erste Schritt ist irre schnell und einfach erklärt. Ich habe hier drin, auch wenn man es jetzt gerade schlecht sehen kann, etwas Salzwasser und da drin sind die geschälten Kartoffeln. Die werden hier gekocht, dass sie schön weich sind, das ist der erste Schritt. Und zweiter Schritt, den werde ich aber nicht als eigenen Schritt machen, das gleiche macht ihr mit dem Blumenkohl auch. Und ihr könnt das hier sehen, dass ich die wirklich ganz, ganz, ganz klein geschnitten habe, diese Röschen. Also so größere Blöcke sollten das nach Möglichkeit nicht sein, sondern die könnt ihr gerne möglichst klein schneiden. Und dann ebenfalls weich kochen. Das dauert beim Blumenkohl ein bisschen weniger lang. Also die Kartoffeln gerne so eine Viertelstunde. Und ich denke mal, der Blumenkohl, der sollte eigentlich in 10 Minuten weich genug sein. Und danach machen wir dann weiter. Das sind die Kartoffeln. Nach dem Kochen und Zerstampfen. Und in die Kartoffeln geben wir jetzt mehrere Sachen. Zum einen den Blumenkohl. Dann etwas von dem ganzen Parmesan. So, 2 Löffel. Okay, dann brauchen wir ein bisschen Pfeffer. Und Salz. Oh, alle, mehr Salz gibt es heute nicht mehr. Das Ganze vermischen wir jetzt vernünftig. Und dann haben wir schon mal unsere Bratmasse. Und wie es damit weitergeht, seht ihr gleich. So, jetzt kommen wir zum nächsten Schritt. Jetzt kommen die Eier dazu. Hier auf dem Löffel habe ich schon mal ein Eigelb. Nur eins, wie gesagt. Das andere müssen wir anders verwenden. Und 2 Eiweiß hier in dem Becher. Na, mal gucken, ob man das da jetzt so leicht rauskriegt. Unglaublich, was man aus 2 Eiweiß alles für Schaum machen kann, finde ich. Also, der wird da jetzt auch noch gleich runtergehoben. Sorgt dann dafür, dass die Bratlinge am Ende schön luftig sind. Deswegen rühren wir das jetzt auch nicht mehr komplett, sondern heben das eben nur einmal unter, verteilen das so ein bisschen und danach machen wir daraus dann unsere Bratlinge. Das soll für 8 Bratlinge reichen, das heißt, wir teilen uns das dann entsprechend so auf, dass es 8 Stück werden.
Und die kommen danach dann in die Pfanne. Das zeige ich euch aber jetzt gleich. So, bevor ich jetzt an die Bratlinge gehe, mache ich hier nebenbei erstmal unsere sehr, 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 sehr reichhaltige Soße. Also für Diäten ist die definitiv nichts, aber lecker ist sie dafür. Und hier in dem Topf habe ich einerseits die Butter, ich sage schon wieder mein einerseits, andererseits an. Das müsst ihr mir nachsehen, das kann ich mir offensichtlich nicht abgewöhnen. Also hier ist die Creme Double drin. 250 Gramm insgesamt. Dann habe ich hier 100 Gramm Butter drin. Und dort hinein kommt jetzt gleich noch, wenn das alles ein bisschen aufgeschmolzen ist, ja, jetzt so langsam sieht das gut aus, da rein kommt jetzt auch noch der Parmesankäse. Ebenfalls 100 Gramm. Und den solltet ihr, um euch das ein bisschen einfacher zu machen, möglichst fein reiben bzw. häckseln, weil ansonsten dauert das ewig, bis der sich aufgelöst hat. Das Ganze koche ich jetzt hier einmal auf, lasse das so ein bisschen vor sich hinziehen. Dabei schalte ich dann natürlich die Temperatur runter. Das hat auch einen hohen Anbrennfaktor, denke ich mal. Und das Ganze wird dann mit Salz und Pfeffer einmal gewürzt und fertig ist unsere Käsesoße. Also ganz simpel, ganz schnell gemacht, aber passt eben perfekt zu diesen Bretlingen, weil da eben selber auch schon Parmesan drin ist und Käsesoße eigentlich grundsätzlich immer gut zu Blumenkohl passt. Eine Anmerkung vielleicht noch zum Blumenkohl. Wer Blumenkohl nicht mag, kann genauso gut jedes andere Gemüse dafür nehmen. Ich habe hier jetzt Blumenkohl genommen, weil in dem Rezept auch von Blumenkohl die Rede ist und wir das auch gerne mögen. Aber ihr könnt da genauso gut auch mit allen anderen Gemüsesorten arbeiten. Ja, wenn ihr das macht, dann schreibt das bitte in die Kommentare rein, wie das denn geschmeckt hat. Das ist gleichzeitig auch eine Hilfe für alle, die dieses Video dann noch nach euch sehen werden. So, das war's zur Soße. Kommen wir also gleich zum nächsten Schritt. So, nächster Schritt. Wir braten unseren Speck an. Dazu habe ich hier eine Pfanne warm gemacht. Da kommen die Speckstreifen rein und die sollen richtig schön kross und braun werden. Von daher könnt ihr die Temperatur ruhig ein bisschen höher wählen. Und noch ein Nachtrag zur Soße. Die ist der Hammer. Also die ist dermaßen lecker, dass man schon fast überlegen muss, nur dafür auch noch ein Video zu machen. Was ich jetzt nicht noch extra tun werde, aber wirklich, wirklich gut, wenn auch nicht diättauglich. Und deswegen habe ich jetzt noch einen Nachtrag, der gerade auf Diät ist und deswegen nach was etwas Leichterem gesucht hat. Ihr könnt da natürlich genauso gut eine Tomatensuppe zu machen. Schmeckt garantiert auch sehr lecker, ist halt was anderes als das, was ich hier heute mache. So, also Speck wird angebraten und gleich geht's weiter. Es ist ganz schön bescheuert, erst die Hände einzusauen, weil ich Klößchen forme, um danach festzustellen, dass man keine Hand mehr hat, um seine Kamera einzuschalten und das mit der Nase machen muss. Ein Glück, dass ihr das jetzt nicht sehen konntet, aber jetzt geht's eben an den nächsten Schritt. Also, ihr formt eure Klößchen und bratet die vernünftig von beiden Seiten an und dann ist unser Essen auch fast schon fertig. Also, Bratzeit ist nicht sehr lange, weil eigentlich ja schon alles fertig ist. Die Kartoffeln waren weich, der Blumenkohl ist auch weich gekocht. Das heißt, jetzt geht es eigentlich nur darum, das Ganze zu einem richtigen Klößchen zu machen und das Ei natürlich durchzugaren. Das geht aber, das geht aber relativ schnell. Von daher müsst ihr da nicht allzu viel Zeit einplanen. 3 Minuten, 4 Minuten von jeder Seite sollte eigentlich voll und ganz dafür reichen. So, und so sehen sie dann aus, wenn sie fertig sind. Wie ihr erkennen könnt, sind mir die teilweise zerfallen, was ich eindeutig dem Eiweiß zuschiebe. Also, ihr könnt gerne das Ganze mal mit nur einem Eiweiß versuchen. Dann funktioniert das alles vielleicht ein kleines bisschen besser. Das hier wird die Portion für meine Frau. Deswegen kommt hier jetzt also dieses Paprika della Vera ein bisschen oben drauf. Heute zeige ich euch also auch mal das Anrichten. Jetzt darauf etwas von der vorzüglichen Käsesoße und zu guter Letzt
bisschen von dem gerösteten Speck und fertig ist das Essen. Also, das scheint sehr lecker zu sein. Das habe ich euch aber sicherlich in der Einführung zu dem Video schon erzählt. Ja, macht's nach, schreibt mir, wie ihr es fandet und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann.